So, meine Freunde, es ist wieder soweit. Ihr habt gesehen, ist alles leer. Und ihr wisst ja, was das bedeutet, wenn der Daniel da ist. Und ja, wir machen uns jetzt fertig. Noch die letzten Sachen ins Auto und dann geht's wieder los. Meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade aufgewacht, sind jetzt gerade unterwegs, schauen uns das Ganze mal von außen an. Das hier wird jetzt für die nächsten Monate mein neues Zuhause sein und hier bin ich auch wie in Frankfurt Host. Ja, ist eine ganz geile Aussicht hier, ne? Ganz schön entspannt. Ziemlich krasser Kontrast zu Frankfurt. Ja, ich werde hier die nächsten Monate mit unterstützen als Co-Host und darf dann dafür hier auch mitwohnen. Und das Ganze besteht aus, das Haus besteht aus zwei Ebenen, die jeweils immer an Gruppen vermietet werden, sich mieten kann und dann dort zusammen eben seine Seminare oder Workshops oder eben einfach zusammen sein kann. Und da helfe ich dann immer mit, diese ganzen, die Location immer wieder auf Vordermann zu bringen. Und ich hätte gesagt, darauf warte ich schon die ganze Zeit. Wir schauen uns jetzt mal an, wie diese Location aussieht und was es da alles zu sehen gibt. Ist also ein bisschen was anderes als so ein Hotel, wie wir das aus Frankfurt kennen, wo man einzelne Zimmer mietet, sondern eher nur als Gruppe. So habe ich das verstanden. Sogar eine Bushaltestelle, könnt ihr einfach mit dem Bus herfahren. Alles gar kein Stress. Wir schauen jetzt mal ins Haus rein. Mega schön. Hier im unteren Bereich, im Erdgeschoss.
rooms at night. Packing heat in this war zone. Niggas is strike running for one time. Ain't no time to slip. Make one force moving. It's an upload. So, meine Freunde. Da habe ich jetzt gerade noch so ein bisschen mitgeholfen, weil gerade neue Gäste gekommen sind. Da habe ich gleich mal mitgeholfen, ein bisschen zu saugen. Und deshalb konnten wir die Tool dann nicht mehr weitermachen. Aber schauen wir uns nochmal an. Da in diesem letzten Bereich, dem Camp, wie das Ganze genannt wird, gibt es oben nochmal irgendwie so auch so ein, glaube ich, so ein Dorm. Und super viele fancy Gadgets. Eigentlich will man sich die ganze Zeit überall hinsetzen und so. Genau, machen wir dann demnächst. Jetzt geht's mal dran, dass wir auch mal mein Zimmer ein bisschen einräumen, umräumen. Und damit ich mal ein bisschen ankomme. Und dann gibt's noch kurz einen Kaffee. Und dann gehen wir raus. Und da kommt eine schöne, wunderschöne Gegend da draußen, die ihr vorhin schon gesehen habt. Jetzt, meine Freunde. Meine Freunde, das ist jetzt mein neues Reich, mein neues Zuhause. Ich führe euch mal ganz kurz durch. Hier seht ihr mein wunderschönes Schlafzimmer, abgetrennt mit hier einem Vorhang, einem wunderschönen Schmetterling. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Jetzt haben wir soweit schon mal einiges vorbereitet hier in meinem neuen Zuhause. Und jetzt gehen wir mal auf eine neue Joggingtour. Heute 10,3 Kilometer und erkunden ein bisschen Steinberg und die Gegend hier drumherum. So. So, meine Freunde. Wir machen mal die App an. Und ich glaube, hier wird es so viel zu joggen geben. Und das Ganze heißt hier am Steinberg, beziehungsweise Steinberg. Und schaut euch das an, ist das geil. Wir müssen auch mal da oben hin. Ja, also, von da sind wir das letzte Mal angekommen, gestern. Ehrlich gesagt, wir gehen mal da lang. Hier gibt es auch gleich so einen Lift, der irgendwie da hochfährt. Rohfahrnlifte. Hier auch eine der wenigen Bushaltestellen. Ein ganz interessantes Ding. Hin und wieder gibt es Mülleimer. Hier zum Beispiel ist es auch ganz interessant, auch Gassibeutel. Aber an manchen Stellen gibt es halt überhaupt nichts. Nicht mal einen Mülleimer. Und das ist sehr interessant, weil sich da natürlich fragt man sich, wie machen die Leute das mit dem Müll? Bringen die den, nehmen die dann mit? Oder ja, wie klappt das und warum klappt das zum Beispiel in der Stadt nicht? Also warum machen wir das dann nicht auch so? Weil irgendwie geht es ja hier und hier sind einfach weniger Menschen. Das zeigt einfach ab einem Grad an zu viel Menschen. Das ist einfach nicht mehr kontrollierbar, weil einfach die meisten Menschen dann nicht mehr drauf achten. Ganz komisch, oder? Oh, meine Freunde, gebt euch das, ist das geil.
Hier gibt es so eine aus Holz eine Hütte. Keller.